Ich darf Sie mal wieder ganz herzlich zu meinen Augsburg-Geschichten begrüßen. Und zwar zu Folge 99. Vielleicht haben Sie es gelesen. Noch bis Juli 2024 ist die Originalfigur des Augsburger Neptunbrunnens gemeinsam mit Bildern von Hans Holbein dem Älteren und Hans Burgmeier und einigen anderen Augsburger Exponaten in einer großen Ausstellung mit dem Titel Holbein und die Renaissance im Norden im Frankfurter Städel zu sehen. Über Holbein, den Älteren und den Jüngeren, habe ich Ihnen in Folge 59 berichtet. Trotzdem ist die Figur am Jakobsplatz nicht verwaist, da die etwa 500 Jahre alte originale Figur 2006 durch eine Kopie ersetzt wurde und das Original ins Maximilian-Museum kam. Aber fangen wir mal wieder von vorne an. 1537 ist die Reformation in Augsburg in vollem Gange. Die Protestanten dominieren das Geschehen, Kirchen und Klöster werden geschlossen oder gar abgerissen und der übereifrige protestantische Mob fordert die Verbannung von heiligen Bildern aus den Kirchen oder legt ohne Sinn und Verstand sogar selber Hand an und zerstört wertvolle Kunstwerke. Dass sich an prominenter Stelle auf dem Fischmarkt zwischen dem damals noch gotischen Rathaus und dem Perlachturm seit 26 Jahren ein Brunnen mit einer vergoldeten Figur von Bischof Ulrich befindet, passt nicht in die Zeit. Und so wird auf den bereits seit 1420 existierenden Brunnen eine bronzene Figur des Meeresgottes Neptun gestellt, was die Katholischen erwartungsgemäß empört. Der Augsburger Bischof Christoph von Stadion beschwert sich im Namen des ganzen Domkapitels in einem Schreiben vom 26. Februar 1537 an den Kaiser, dass die von Augsburg als widersinnige Leut, sprich die Protestanten, St. Ulrichs, des heiligen Bischofs Bildnus, so lange Zeit auf dem Berlach gestanden, verachterweis hinweggetan und an derselben Stadt des Abgotts Neptun Bildnus auf den Brunnen gestellt haben, das sei einfach unverzeihlich und empörend. Immerhin ist die Aufstellung des Neptunbrunnens auf dem Fischmarkt stimmig. Und immerhin hält die Neptunfigur eben einen Fisch in der Hand und der steht eben auch als Attribut für Bischof Ulrich. Die Neptunfigur, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Werk des Augsburger Bildhauers Hans Daucher, ist übrigens die erste Aktdarstellung und die erste große Bronze im Augsburger Stadtraum. Die begleitete Figur von Kaiser Augustus folgt erst 64 Jahre später auf den gleichnamigen Brunnen. Allzu lange bleibt Neptun aber nicht auf seinem Brunnen am Fischmarkt. 1593 wird er abgebaut, um zwei Jahre später in der damaligen Weißmalergasse, der heutigen Karolinenstraße, etwa an der Einmündung zur heutigen Karlstraße, wieder aufgebaut zu werden. Zwischendurch hieß dieser Straßenzug übrigens auch Judengasse. Hier haben wir eine Darstellung von der heutigen Karolinenstraße früher. Und hier etwas größer rausfotografiert den Brunnen mit dem Neptun. In der Städtenchronik, hier haben wir noch was. Da ist die Rede vom Röhrbrunnen in der, warte mal, ich überlege gerade, wo habe ich es denn? Doch einfach nur vom Röhrbrunnen. Also wenn man in den Chroniken nach Neptunbrunnen sucht, so zum Beispiel auch bei Paul von Stetten, dann wird man nicht fündig. Da kann man was unter dem Stichwort Röhrbrunnen finden. Und hier, ich habe mal wieder die Stelle markiert, heißt es, in gedachtem Monat, August war das,
wurde der schöne Röhrkasten in der Weißmalergasse, auf welchem des Neptuni-Metallens Bildnis stehet, zustand gebracht. Wir sind im Jahr 1595. So, die Chronik wieder auf die Seite legen, dass da nichts hinkommt. Die Beweggründe für diesen Umzug lassen sich nur erahnen. Vielleicht sollte der 1594 aufgestellte Augustusbrunnen einfach keine Konkurrenz in seiner unmittelbaren Umgebung haben. Wie es mit dem Brunnen auf dem Fischmarkt weitergeht, scheint mir nicht so ganz klar zu sein. In einigen Publikationen ist die Rede von einem einfachen Marktbrunnen. Auf Stichen, die nach 1620 entstehen, hier der von Matthäus Mirjan, ist auf dem Fischmarkt aber auch eine liegende Neptunfigur auf einem Sockel zu sehen, von der leider nicht mehr in Erfahrung zu bringen war. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Hier nochmal ein bisschen größer rausfotografiert und mit dem Pfeil gekennzeichnet. Und dann gibt es da noch einen Stich von einem großen Saal der Stadtbibliothek am Annahof, von dem ich Ihnen in Folge 88 mit den wilden Männern hinterm Rathaus erzählt habe. Auf diesem Stich ist im Hintergrund eine, hier sehr schlecht wahrscheinlich zu erkennen und vor allem auch sehr klein, eine Neptunsfigur mit Dreizack zu sehen. Ob es sich dabei um die Originalfigur oder womöglich einen verschollenen Abguss oder eine Kopie handelt, ist nicht klar. Fest steht, dass Neptun 1745 wieder auf den Platz zwischen Rathaus und Perlach zurückkehrt. Sebastian Ingerl entwirft ein zehneckiges steinernes Brunnenbecken und Neptun bekommt, dem Zeitgeschmack entsprechend, eine barocke Brunnensäule, die man hier auch sehen kann. Am 29. August 1829 kommt der bayerische König Ludwig I. mit seiner Gemahlin Therese auf seiner Reise durchs Königreich auch nach Augsburg. Und das beschert den Augsburgern den ganzen Tag gratis Wein. Und der fließt aus den vier Röhren des Neptunbrunnens. 1836, in anderen Quellen ist die Rede von 1840 oder 41, bekommt der Brunnen im Zuge einer gründlichen Instandsetzung eine neue eiserne Brunnensäule, die auch auf dieser Fotografie zu sehen ist. Mitte der 1880er Jahre verändert sich der Fischmarkt dann durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes an der nordöstlichen Ecke des Rathauses. Und so werden die Gebäude dahinter zuerst mal abgerissen, in denen auch die Gefängnisse waren. Und der Neptunbrunnen, wahrscheinlich hier eine der letzten Aufnahmen an diesem Standort, muss 1885 weichen. 1888 findet er schließlich auf dem neu gestalteten Jakobsplatz, der früher unter dem Namen Saumarkt bekannt war, seinen vorläufig endgültigen Platz. 1921 wird das Brunnenbecken erneuert und die eiserne Brunnensäule durch eine steinerne ersetzt. Im Gegensatz zur Figur des Georgsbrunnens, das habe ich jetzt nicht im Kopf, in welcher Folge ich Ihnen von dem erzählt habe, wird Neptun 1942 quasi evakuiert und übersteht so den Krieg. Auf diesem Foto, das 2006 in der Augsburger Allgemeinen abgebildet war, ist Hans Rank zu sehen, der nach dem Bombenangriff 1944 mit Aufräumarbeiten in der Jakober Vorstadt beschäftigt war und sich kurzerhand selbst als Neptun auf die verwaiste Brunnensäule gestellt hat. 1978 hier sieht man eine Aufnahme aus dem Jahr 1967, auf der man auch sehen kann,
dass die Säule, auf der Neptun steht, doch ziemlich marode ist. Und so werden 1978 Brunnenbecken und Steinsäule mit Mitteln der Alt-Augsburg-Gesellschaft erneuert. Und zu der großen Ausstellung Welt im Umbruch kann Neptun 1980 vorübergehend schon mal die Maximilian-Museumsluft seines zukünftigen Zuhauses schnuppern. Im Dezember 2005 wird er nämlich von seinem Brunnenpodest geholt und kommt ein knappes Jahr später gründlich restauriert aus einer Werkstatt in Regensburg zurück. Mit einem Doppelgänger. Wie die Figuren der sogenannten drei Prachtbrunnen von Augustus, Merkur und Herkules wird auch von Neptun eine Kopie angefertigt, die 2006 auf das Brunnenpodest kommt. Hier sieht man auch ganz schön, dass die Brunnensäule wieder instand gesetzt ist oder neu geschaffen wurde. Wie gesagt, das Original kommt ins Maximilian-Museum und 2006 findet die Kopie wieder ihren Platz auf der, oder überhaupt erstmals ihren Platz auf der Brunnensäule. Und dort im Maximilian-Museum, jetzt habe ich etwas durcheinander gebracht, im Maximilian-Museum wird die originale Figur, nachdem sie aus der Ausstellung in Frankfurt zurückgekehrt ist, auch wieder zu sehen sein, Mitte des Jahres 2024. Und bis dahin müssen Sie einfach nach Frankfurt reisen, um Neptun sehen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Darf Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie mich unterstützen können mit meinem Archiv, mit der Arbeit an diesen Augsburg-Geschichten. Wenn Sie auf die Kanalinfo klicken, dann erscheint sowohl mein PayPal-Konto als auch mein ganz normales Konto bei der Stadtsparkasse Augsburg. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.